Ja, hallöche Leute, wir sind zurück mit dem Let's Play zum Euro Truck Simulator und wir müssen die Fähre nach. Ja, scheiße, welche Fähre müssen wir nehmen? Halle oder Harwich, ich habe keine Ahnung. Wo ist denn Manchester? Manchester ist ja da oben, genau. Ziemlich nördlich ist das hier. Cambridge. Ja, wir gucken einfach mal nochmal. Nee, Hull müssen wir nehmen. Das ist ziemlich klar jetzt. 11 Stunden Fahrtdauer. Zack, und da sind wir schon in England angekommen. Ging ja jetzt schnell die 11 Stunden, gar kein Thema. Ja, und wie lange haben wir denn wohl noch zu fahren? Das interessiert mich jetzt auch mal ziemlich. Guck mal. Ne, das kann nicht sein. Jetzt müssen wir unseren Linksverkehr erstmal wieder gewöhnen hier. 184 Kilometer, oh, das ist ja nichts mehr quasi. Boah, dahinter direkt eine Einordnung und zack. Ja, ich sag, das ist gar nicht so einfach mit dem Rechtsverkehr sich hier erstmal umgewöhnen wieder. Ey, Mann, 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 da gibt's einfache Sachen. Ich weiß gar nicht, auch nicht, warum haben die diesen. Ich sag schon mehr Rechtsverkehr, Linksverkehr ist das ja hier. Warum machen die das? Das ist doch für den TINF. Will keine Sau haben. Oder mag das jemand? Ich find's einfach nur scheiße. Okay, Engländer sagen sie wahrscheinlich, warum haben wir das anders, ne? Kommen jetzt wieder diese Superkreisverkehre, die in meinen Augen ja falsch rum sind. Aber wie geschmeidig er die Kurve nimmt, der vor mir. Ja, ich habe im Kreisverkehr schon über Einfahrt geblinkt, ist auch egal. Ich bin ja ortsfremd, ne? Ich muss aufpassen, wenn ich geblitzt werde. Alter, ich zieh doch ganz schön. Boah, jo, wir schaffen's. Zack, dann vorbei, sind wir. Fertig. Oh, Jim, bitte jetzt schon die Vorbestellung vom SimCity Erweiterungspack an. Gerade noch gesehen, wir haben sehr groß mit. 9 tollen Städte, die man jetzt bauen kann, damit wenn man das Pack hat. Ich werde scheiß tun, um mir dieses Pack zu holen. Na, top, guck mal, so ein tolles Hangar dazu, wenn man das vorbestellt. Oh, jetzt haben wir LKW auch was, was wir gekippt, ey. Gas mal wegnehmen. Ja, ein bisschen andere Prioritäten setzen. Mehr konzentrieren und die Lieferung lieber ohne Schaden abliefern. Viel wichtiger. Als auch die Scheiße. Jetzt hier so scheiß schnell zu sein. Viel, viel wichtiger. Lieber ohne Schaden ankommen. Da vorne geht's rechts. Der Rechtsabbiegen ist ja wie unser Linksabbiegen eigentlich, ne? Jetzt gar keine Ahnung, wo ich genau abbiegen muss, aber das sieht nach hier aus. Ah, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, da. Nee, ich muss ja da abbiegen. Ich fahre schon wieder fast im Gegenverkehr. Boah, hier ist überall 50, ey, ist diese scheiß Amis, Inselaffen, ne? 50, ey. Ja, das ist eine zweispurige Straße. 90 wäre ja angemessen. Ich schaff, mein LKW schafft ja gerade eh nicht viel mehr, leider. Und grüne Autobahnschilder, ey. Was hat denn jemand ins Hirn geschissen, ey? Grüne Autobahnschilder. Warum machen die auch blau, ey? Ich finde blau viel schöner. Ah.
Boah, die Scheiße, wenn man sich jedes Mal vertut, ey. Muss ich gerade mal mit einer Ankurz spielen. Bin ich leider wieder etwas erkältet. Vielleicht, na, ich kann reden, aber ich soll es vielleicht nicht übertreiben. Naja. Schlimmeres. 131 Kilometer noch. Das war auch schon da. Ich habe gar keine negative Geschwindigkeitsbegrenzung jetzt geachtet hier. Hat jemand von euch drauf geachtet? Ich weiß es gerade echt nicht. Weil nur ich stark dazu tendiere, im Gegenverkehr zu fahren. Oh, jetzt haben wir keine Geschwindigkeitsbegrenzung mehr. Jetzt können wir Gas geben. Wenn der LKW auch Gas geben möchte. Aha. Geht doch, Knallgas. Ja, überhol mal. Ah, guck mal, hier fand ich PKWs etwas schneller. Und schleich nicht in deinen LKWs her, sondern überholen sie. Gesunde Sache. Boah, Alter, wie der fliegt aber auch da vorne. Ey, guckt euch das mal an. Ich sehe den schon fast gar nicht mehr. Ich sehe noch Scheinwerfer ganz leicht. Och, Alter, wir fahren richtig schnell. Wo ich mir ganz erstmal an die Strecken gewöhnen muss. Okay, das war fast das Schild. Das war echt eng. Ja, mal hier rum. Na, da vorne müssen wir wieder links abbiegen. Links abbiegen ist immer sehr unaufwendig. Ist ja wie unser rechts abbiegen. Boah, du hast hier mal der Gegenverkehr auch extrem schnell vorkommt, ne? Kann das sein? Dass die ja alle relativ schnell fahren? 96 Kilometer schon nur noch, dann sind wir auch gleich schon am Ziel. Da vorne. Ich fahre jetzt schon mal langsamer. Es war hier aufkommen, ey, dass da direkt die, dass das so abbiegen ist. Ja, ist ja wie eine Autobahnauffahrt, ne? Aber denkt natürlich auch nicht dran. Ach, die, im Prinzip die A1. Die A1 in England. Die Autobahn 1. Erstmal ein Schlückchen Kaffee gönnen. Oh, oh, Spur verlassen. Hier bleiben. Ah, jetzt geht es auch wieder rote Geschwindigkeitsnadel. Ach, da vorne müssen wir auch schon wieder wechseln, die Autobahn. Ah. War ich denn jetzt schon wieder? Meine Maus hat sich hochgestellt. Es ist. Entschuldigung. Scheiße, mit einer hohen DPI-Zahl zu spielen. Das hier schon mit einer Maussteuerung und ganz geringer DPI-Zahl. Das ist cool. Manchester ist hier, das heißt hier bleiben. Weil sonst blicke ich echt nicht durch. Die Autobahnsystem ist ein bisschen komplizierter als unseres wohl. Aha. Manchester. Alter, ey, scheiße, knapp. Boah, jetzt haben wir schon wieder fast gekippt, ey. Scheiße, hier kann man doch richtig Action reinbringen, wenn man das will, ne? Richtig Action, wenn man will. So, zack, wir die richtige Karte anwählen. Und Knallgas! Immer voran. Richtung Manchester. 59 Kilometer.
nur eine knappe Spiel, also im Ingame-Stunde. Das heißt, die gehen von einem Durchschnitt von 60 Kilometern pro Stunde aus. Kann man fast so sagen, wa? 51 Minuten, 53, 52 Kilometer. Passt halt, ja. Aber wir können ja schneller. Wenn ich jetzt noch ein bisschen geradlinig fahre. Boah. Na, guck mal, jetzt sind wir schon bei 89 km/h wieder. Ist das so eine komische Abfahrt oder was ist da los? Hä? Was ist das denn für ein Abzweig da, ey? Ach, die Autobahn. Hä? Verstehe ich nicht, da ist halt einfach die zweite Spur. Ihr seht das auf der Karte, ne? Was da so komisch ist, auf einmal sich umherschlängelt und dann eben wieder endet. Verstehe ich zwar nicht so ganz, so ist auch egal. Man muss nicht alles verstehen, ne? Man muss nicht alles verstehen. Ich glaube, da vorne müssen wir noch kassieren gleich mal eben. Ach, sind schon nur 27 Kilometer. Geht ja wieder rucki zucki hier. Vollgas geht das nun mal. Man müsste auch gleich eigentlich schon ein Ziel vor Augen haben, weil da vorne müssen wir noch abbiegen, sehe ich gerade. Jetzt habe ich den zwar fast hinter mir fast kassiert, aber naja. Er konnte noch bremsen. Boah, überholen ist zwar eine Qual jetzt gerade hier wohl für den LKW. Das will er nicht wirklich. Ziemlich kraftraubend ist wohl. Rüber, oh, jetzt sehe ich die Ausfahrt Manchester auch schon. Ich kann eigentlich schon mal Tempomaten rausnehmen. Oh, der rollt doch ziemlich stark auch. 86, 85. Und wieder Gas. Ja, da vorne sehe ich unser Ziel auch schon. Schalten, 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 schalten. Ah. Können ein bisschen ökologischer fahren. Obwohl, da muss man wahrscheinlich dieses Ökologietraining machen. Aber es bringt mir wirklich erst was, wenn ich meinen eigenen LKW habe. Weil es interessiert mich so gesehen noch ein Scheiß, ob der für die Fremdfirmen ökologisch fährt oder nicht. Interessiert mir überhaupt nicht. Alter, hier ist nur 30. Bei den letzten 2 Kilometern eine richtige Qual. Ich glaube, so lange haben wir jetzt fährt, das war 30 auch nicht, oder? Aber bei 30 kann man sich auch nochmal entspannt die Nase schnell putzen. Oh, 34, wow. Oh mein Gott. So, jetzt keinen Fehler mehr machen, ey. Schön leise im Leerlauf, ne? Ach, scheiß drauf, wenn ich jetzt gleich kassiere, ey. Wollen wir fertig werden heute noch? 40 dürfte ich, okay, gleich mit kassieren, ne? Ach, ich muss jetzt erst den Kreisverkehr hier wieder fahren. Boah, ich hab direkt daneben, ja, ey. Also, den haben wir gemeistert.
wir hier mal auf dem Hof. Der komische Hof ist genauso aufgebaut wie in Deutschland. Ist ja seltsam. So, dann nochmal. Setzen wir den mal noch ein Stück rüber. Boah, ey, ist mir ja schlecht. Gute Arbeit, gute Arbeit. Ich gebe dir gute Arbeit. 1%. Oh Mann. Scheiße. 1%, ey. Aber da fahren wir auch so gut wie ein halbes Level wieder. Komplett geschafft. So, Level 9 sind wir jetzt. Fortfahren. Oh. Ich glaube, wir haben hochwertig gefragt. Ja, Leute, und dann machen wir ein Folgenpäuschen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.